Mann. Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Hallo. Ja, Michael, wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir. Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Solange wir können. The Cyberlife Tower. Wow, wow. Aufgepasst. Mist. Tja. Du Connor, wie er abgeht, Hammer hat. Wandle Androiden um. Wie viele es einfach sind. Oder? Und alle sehen gleich aus. Nice. Puh. Hello, Vivi. Zurück, Connor! Und ich verschone ihn! Tut mir leid, Connor. Der Mistkerl ist echt ein Zwilling. Ach. Puh, okay, so weit, so gut. 23.02 Uhr. Bahnhof. Wir sind da, alles geschafft. Der letzte Bus an die Grenze ist voll. Große Passagiere mit einem Fahrschein. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir haben keine Tickets. Sie Fuck. Nehmen uns mit. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Finde einen Weg zu gehen. Finde Tickets. Such die Tickets. Irgendwer wird ja wohl Tickets für uns haben, hä? Hallo, Tickets, anyone? Die werden ja wohl kaum einfach so da rumliegen, hä? Oder etwa doch? Androids gathering outside Detroit Camp. Tickets, viel wichtiger. Guck mal, da ist was. Ich glaube, Oliver mag dich. Der Oliver. Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich hab die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Ja? Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich war Scheiße, mir sicher. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was Sie passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck! Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Das lag auf dem Boden. Oh. Danke, danke. Vielen Dank, Sie
haben uns das Leben gerettet. Es tut mir leid, Alice. Es ist okay. Du hast das Richtige getan. Wir finden einen anderen Weg. Das hoffe ich doch. Finde einen anderen Weg. Sicherheitskontrolle, lol. Was? No, 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 no. Die erwischen uns sonst, ne? Was könnte denn hier ein anderer Weg sein, um zu gehen? Fuck me. Danke, tschüss. Wir gehen jetzt dahinter. Oh, hey. Kara, schnell! Jo! Schrei doch noch lauter, Adam! Du Bob! Wer ist da? Ha! Oh, Gott sei Dank, ihr lebt. Oh, oh mein Gott. Wir haben die Jericho-Razzia im Fernsehen gesehen. Ich hatte Angst, ihr wärt wegen mir getötet worden. Wie hast du uns gefunden? Ich wusste, wenn ihr es geschafft habt, seid ihr hier. Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie suchen an der Grenze nach Androiden. Aber ich habe einen Schmuggler gefunden, der sie über den Fluss bringt. Es ist riskant, aber es ist der einzige Weg. Möchtet ihr mitkommen? Ja, wir haben keine andere Wahl. Ja, wir kommen. Okay, steigt ein. Ich sag mal nein, weil die Spiele immer in sich eine geschlossene Story haben, wird es keinen zweiten Teil geben, nein. Sehr wahrscheinlich nicht. Das wäre untypisch für die Firma. Für den Entwickler. Deiner Mutter. Ah. Barrikade verstärken. Joink. Wir brauchen eine gute Barrikade. Los, helft mir. Halte die Barrikade, okay. Hey, helft mir. Los, los, los. Zwei. Ja, bam. Gut, das sollte reichen. Erstmal. Wir wissen, dass sie das nicht aufhält. Aber es verschafft uns Zeit. Ich weiß, das war keine leichte Entscheidung. Aber wir tun sicher das Richtige. Unterstütze deine Leute und so weiter und so fort. Okay, yes. Déjà-vu. Wir zünden einfach nochmal alles an. Okay, da drüben liegen auf jeden Fall welche. Da sollten wir mal nachgucken, was da los ist. Viele unserer Leute sind gefallen. Die Menschen haben kein Mitleid mit denen, die anders sind. Traurigerweise stimmt das. Okay. Da, Feuer. Feuer. Geht hier ab.
Jetzt haben wir wenigstens mal ein Zeichen gesetzt. Überprüfe die Position der Soldaten, okay? Na, sie kommen näher. Was ich jetzt aber gar nicht gutheißen kann, so. Das hält sie nicht auf. Was machen wir, wenn sie angreifen? Standhalten. Das ist die einzige Option. Glaubst du, Connor kann es irgendwie schaffen? Wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Das stimmt. Was sollen wir noch machen? Unterstütze deine Leute, schicken den Journalisten eine Botschaft. Die ist... Das wird nicht viel bringen, aber es ist wohl besser als gar nichts. Sie gehen in Position. Wenn sie angreifen, wird niemand überleben. Es gibt keinen Ausweg. Sie werden uns töten. Wir können nur hoffen, dass unser Tod nicht bedeutungslos ist. Oh, das ist eine Ansage. Hoffnung für unser Volk. Ich vertraue dir. Wir alle vertrauen dir. Was immer jetzt auch passiert, wir schreiben Geschichte. Nehmt euch ein Zimmer, wenn ihr das macht, wenigstens, hm? Keine Ahnung, was sie da machen. Da Feuer. Na? Noch was? More to do? Da geht auch noch was. Wen haben wir denn da? Hallo. Wir haben, was du wolltest. Ah, okay. Da hinten sind Journalisten. Sie müssen mitkriegen, was hier passiert. Wir wollen Freiheit. Marcus! Marcus, komm her! Marcus? Ich will mit dir reden, Marcus. Komm schon, du hast mein Wort. Sie werden dir nichts tun. Geh nicht. Das ist eine Falle. Sie wollen dich aus der Deckung locken. Geh nicht, Marcus. Ich bin nicht bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Du bist nicht bewaffnet, aber alle hinter dir. Ich muss hören, was er zu sagen hat. Und wenn sie dich töten? Das Risiko muss ich eingehen.